Seit über einem Jahr liegt eine smarte Videotürklingel in meinem Studio und wartet darauf, ausgepackt zu werden. Ja, Luxusprobleme eines YouTubers, ich weiß. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Janos und heute packen wir sie aus. Die WOOG Smart Doorbell. Warum die besonders ist und was die genau besonders macht, das erfahren wir jetzt im Video. Los geht's. Ist auch schon ein bisschen her, seitdem wir das letzte Unboxing hier hatten, aber ich habe mir gedacht, jetzt ist es irgendwann soweit, das Wetter wird besser draußen und das heißt für uns auch, dass wir wieder Sachen auspacken können, die man auch draußen nutzen kann. So nämlich auch diese smarte Türklingel, die ich noch nie in echt gesehen habe. Wirklich, das Projekt habe ich auf Indiegogo gebackt vor über einem Jahr. Vor weit über einem Jahr, glaube ich. Dann nochmal echt lange gewartet, bis sie denn dann da war. Und jetzt ist sie da und ich habe sie doch über ein Jahr nicht ausgepackt. Ich freue mich drauf. Ja, was macht das Teil besonders? Ich kann die Aufnahmen der Kamera lokal speichern. Das heißt, ich brauche keinen Cloud-Speicher oder irgendeine Anbindung an irgendeinen Cloud-Speicher, der irgendwo sonst Daten hinschickt, sondern das bleibt alles lokal. Deswegen habe ich da doppelt hingeschaut und freue mich darauf. 6 Monate Batterie soll das Teil haben. Ich habe hier AI Facial Recognition dabei. Ich habe HD Video. Ich kann das Ding sehr schnell installieren. Zumindest steht das hier. Ich habe Infrarot-Vision dabei und ich habe auch noch einen Diebstahlalarm. Langes oder weitreichendes Wi-Fi. Ich bin gespannt. So, auch noch so schöne Aufkleber mit dabei. Die sind auch echt ein bisschen dicker als normal. Die könnt ihr irgendwo draufkleben, damit die Einbrecher schon direkt wissen, dass es sich nicht lohnt. Hier ist dann wohl ein SIM-Tool dabei, aber wohl eher, um die Doorbell aufzumachen, um eben die entsprechenden SD-Karten reinzuschieben. So, fangen wir beim Kleinsten an. Ihr seht es auch in der zweiten Perspektive. Jawohl. So, hier haben wir einen Euro-Stecker. Das ist schon mal sehr förderlich für europäische Länder. Und ansonsten versuchen wir irgendwas rauszubekommen, ohne das zu bewegen. Das geht nicht. So. Mal so machen. So. So geht das. Also, hier haben wir den Stecker für drin. Sehr gut. Das ist quasi meine Klingel. Die kann ich dann, könnt ihr hier nochmal ein bisschen besser sehen. Das ist meine Klingel. Und die kann ich zu Hause einfach irgendwo reinmachen. Ich kann hier direkt die SD-Karte reinmachen, auch vielleicht interessant zu wissen. Na, stellste Botschaft, da. Da kommt direkt die SD-Karte rein, die die ganzen Sachen speichert. Und der Set-Knopf ist wohl irgendwie zum Verbinden da. Das werden wir aber hoffentlich dann noch gleich sehen. Hier ist die Video-Doorbell selbst. Da hinten sind so Haken dran, wahrscheinlich für die entsprechende Halterung. Hier ein kleiner Pömpel, der mir 2 Anschlüsse freigibt. Ich nehme hier, oder beziehungsweise 3 Löcher hat. Einmal nehme ich an, dass es ein Reset-Knopf ist. Dann einmal ein keine Ahnung was Knopf und einmal ein USB, ein Micro-USB-Slot. Und das Ganze ist wetterfest versiegelt hier hinten. Das heißt, wenn ich hier das Ganze wieder reindrücke, bleibt das Zeug zu. Sehr gut. Hier ist direkt die Rückseite. Da steht This Side Up. Sehr schön. Da steht auch nochmal ab. Das heißt, wir wissen garantiert, wo oben ist. Da eine schöne 3M-Folie, Klebefolie. Erfahrungsgemäß, wenn er die vorher ein bisschen anföhnt, dann wird der Kleber aktiviert und dann wird das richtig schön weich. Und dann könnt ihr das überall dran kleben. Auch zum Beispiel an eine Glastür. Super. Und was ist da noch drin? Noch ein Kabel. Sehr schön. Da ist noch ein Kabel dabei. Ja, stinknormales USB-A auf Micro-USB-Kabel haben wir auch zur Genüge zu Hause rumliegen. Und zur sehr, sehr festen Montage auch noch Dübel und Schrauben. Und auch noch hier zur verkabelten Verbindung, nehme ich an, noch Kontakte. Das könnte mir so vorkommen, als ob ich die Türklingel sogar direkt an meine bestehende Klingel intern dran machen könnte. Das wäre natürlich toll. So, in der Verpackung haben wir sonst nichts drin, die können wir wieder wegmachen. Hier ist noch dabei ein User Manual. Das User Manual sagt 1-Minute Installation. Wir haben das übrigens nicht auf Deutsch. Nein, die ist komplett auf Englisch. Also ihr müsst der englischen Sprache mächtig sein oder wissen, wo der Google Translator in eurer Handykamera ist. So, hier steht auch nochmal extra dabei. Metals, Glas, Keramics, Plastics und PVC. Da hält das 3M-Tape und wir haben auch noch Fiber Surfaces oder Particle Boards, Wood und Paints. Bitte Screw-In steht hier dabei. Okay, also ich denke, ihr werdet selbst wissen, dass auf einem Stück Mauer ein Kleber nicht so gut hält wie auf einem Stück Glas.
Das erklärt sich. Sehr schöne drückbare Taste auch. Eine große Klingeltaste. Ich glaube, die ist nicht zu übersehen. Ich würde die vielleicht noch farblich besser kennzeichnen, damit man sie wirklich sieht. So einen grünen Aufkleber drüber machen oder so. Aber runde Aufkleber zu machen, kriegt noch jeder hin. Da würde ich einfach so ein, ja, Klingel hier Schild drüber machen oder sowas. So, angehen tut das Teil noch nicht. Das heißt, wir schauen einmal. Hier sind übrigens, das sind auch die Kontakte, um die anderen Pins hier dran zu machen. So, machen wir mal Stecker ran und sind gespannt, ob hier was passiert. Es passiert etwas. Also wir haben hier oben eine LED, das ist wahrscheinlich die Kamera-LED. Und parallel habe ich sogar schon die App installiert. Das heißt... So, parallel gehen wir in die App rein. Die nennt sich auch Wook, lustigerweise. Ich muss einmal einen Account kreieren für die App. So viel zu Accounts. Also ganz ohne Account geht's nicht. Willst du auf meinen Gerätestandort zugreifen? Ich sag mal nein. Need location permission to pair device. Das macht wieder Sinn. Okay. Also Berechtigung, Standort, Zugriff während der Nutzung der App. Super. Dann gehen wir wieder zurück in die App. Wo bist du? Da. Gut, jetzt sind wir in der App drin. Walk the instruction. So, set up the chime. Ich muss das Ding auch reinmachen. Okay. Steckdose. System ready. Aha, system ready. Okay, continue. Let's begin to pair. Long press the set button for 3 Sekunden. I heard ready to scan. I heard ready to pair. Okay. Ready to pair. Ready to pair. Ready to pair. Choose a Wi-Fi network. Mein eigenes Netz. Input Wi-Fi Passwort. Das seht ihr nicht jetzt. Press to send a sound signal from your phone and wait to the audio from the chime. Connecting to the internet. I heard connecting to the internet. Make sure you heard the sound from the chime. Oh yes. Das habe ich sehr gut gehört. Habt ihr das auf dem Video gehört? Mir würde mich interessieren. Ultra hochfrequenter Ton, wenn ihr das einrichtet. Pairing successful. Aua. Okay, pairing successful. Das ist cool. Das heißt, the chime is connecting to the Wi-Fi. Steht hier noch drin. Unten sagt er schon successful. Wenn das funktioniert. Neben Info auch noch, achtet darauf, wenn ihr solche Klingeln holt, die nicht kabelgebunden sind, dass das Wi-Fi-Signal eben bis zur Haustür und außerhalb von der Haustür noch aktiv sein muss, dass das Ganze funktioniert. Das heißt, oftmals in Niedrigenergiehäusern ist es ja wie so eine Schallmauer, wie so eine Pff, ne? Da kommt nichts rein. Chime is now connected. Continue to set up Doorbell. Input Name für die Doorbell. Wir nennen sie Tür. Klingel, Tür, Klingel. So. Ja, continue. Power up the doorbell. Yes, die ist power up. Mount the doorbell. Nein, will ich gar nicht. Finish. You can now start. You can change your device settings from here. Okay. Ah, okay. Hier kann ich also... Ein Update is available. Ja, oh Wunder. Das wusste ich doch. We are updating the firmware. Please do not turn off the chime or the doorbell. Keep the Wook app running on top during the update. Also wir müssen noch mal kurz warten, bis das Update hier durchgelaufen ist. In der Zwischenzeit. System updating. Okay. Cool. Was ich grundsätzlich toll finde, ist, dass diese Chime, das heißt dieser Stecker, der im Haus positioniert wird, mit dir redet. Und dir wirklich auch Updates gibt und nicht irgendwelche blinkenden Lichter in bestimmten Rhythmen hat oder sowas. Das mag ich. Das finde ich echt gut. Also, dann machen wir doch die Variante mit App zu, App auf. So, da oben haben wir nochmal was. Firmware-Update, checking for Updates. Also ich habe jetzt wieder ein paar Minuten gewartet, da passiert nichts. Ich kann auch nicht klingeln. Ich stecke es nochmal aus und nochmal ein. Jetzt sowas. Hallo? Hallo?
Ich liebe es, wenn Systeme funktionieren. Einfach so. Also, was machen wir hiermit? Ich schaue, ob ich das durch ein totales Resetting oder sowas nochmal hinbekomme. Ihr könnt in der Zwischenzeit eure Fragen hier reinstellen, was ihr von der WUK-Dorbel haltet, denn bisher könnt ihr noch nicht viel davon halten, denn ich habe kein Video. Das ist doof, aber manchmal ist so neue Technik. Ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht und gleichermaßen froh, dass die so günstig war. Aber ich habe auch mitbekommen, dass die Firma dahinter einen ganz guten Support hat. Das heißt, das wird nicht das letzte Wort dazu gewesen sein. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao. Kurzes Update, ich konnte nicht anders und habe es natürlich weiter probiert, ohne zu resetten wohlgemerkt. Ich nehme einfach an, dass das WLAN für das Teil hier zu weit weg war, weil ich hier echt am anderen Ende von unserem Häuserkomplex bin. Und wenn ich jetzt drücke, ist es sehr laut, weil ich noch den Chime hier drin habe, aber... Und hier kriege ich jetzt angezeigt, someone is at your door. Türklingel is calling. Also, jetzt kann ich hier dran gehen und das Coole ist, ich sehe auch das Bild und das sogar ziemlich live, muss ich dazu sagen. Und wenn ich jetzt auf Accept gehe, hört man mich. Und ich kann das Mikro dann auch wieder ausstellen und ich kann auch Standardnachrichten dann absenden. Ob die auf Deutsch funktionieren, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber es funktioniert. Also ein bisschen zurückrudern. Schau, dass das WLAN-Signal passt und dann funktioniert die Klingel. Ich montiere die jetzt draußen dran und gebe euch auf jeden Fall nochmal in ein paar Wochen ein Update, ob die Batterie noch da ist, ob da wirklich sich das andeutet, dass die Batteriehaltbarkeit wirklich 6 Monate ist und ja, wie so die ersten Erfahrungen dann damit sind. Ach, bin ich froh, dass das doch funktioniert. Also macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.